Shalom Aleichem. Dus redt Itzik Gottesman. Dem Stummfilm Mizrach und Meiriv hat man herausgelassen in 1923. Der Regisseur ist gewesen Sidney Golden, die Hauptaktrice a junge Molly Picon. Wir haben verbeten Professor Yechiel Abe Shandler von Rutgers Universität, was hat geforscht und geschrieben wegen dem Film, zu uns ins Studio. Ich betrachte Ost und West wie ein maskilischer Film, was sehr modern, was gemacht worden in den 1920er Jahren. Ihr habt genutzt die Termine Anti-Folklore, Anti-Nostalgie. Könnt ihr geben ein Beispiel von einer Szene in dem Film, wie ihr wollt das, die Termine genutzt? In mitten Film ist da ein Bild, was als man sieht es besonders, sieht es euch wie ein Bild von Bengschaft von der Alterheim. Das ist ein Bild von Molly Picon, ausgekleidet wie eine fromme jüdische Tochter, a Weib mit Kinder, ihr Mann ist ein Chosid, mit der Streimel, mit Borgen, Peis und Kapotte. Und sie machen Schabbos. Und sie do Licht, sie do also ein Keulich, er macht Kiddisch mit einem Becher Wein. Und sie haben zwei, drei Kinder, jüngerlich mit Arbekanfissen und mit Jarmaklich und mit Peierlich. Und das ist schon in Anhieb 20. Jahrhundert, das ist ein Simen von der Schönheit von den Jiden und die Heiligkeit. Und das hat sehr positive Sinn. Aber in dem Film ist es ganz verkehrt. Und das ist ein Simen von einem Kuschmar, weil Molly wird abgenarrt in der Chassen. Sie hat gemeint, also sie spielt der Chassen auf Spaß, aber es ist ein Emesser Chassen. Und sie ist bei Emes die Freude von Chassen. Und für ihr ist das nicht kein Masel, das ist ein schlimmer Masel. Der Film spielt mit bekannten Bilder, Imagen von Bengschaft und Nostalgie und sie werden verkehrt. Sie werden in dem Film eine Kritik von der traditionellen Welt und sie weisen, wie so jeden darf weg von der traditionellen Welt und reingehen in der modernen Welt. Und es ist nicht nur kein gleicher Weg in dem Film. Und Molly Picon allein ist sehr eine interessante Aktrice da, weil gewöhnlich wollten die Aktrices gewollt haben, auch Chosid und gewohnt rein. Und ihr Charakter, was gewinnt, noch nicht weltberühmt, aber auf dem Weg zu werden weltberühmt, ist gewinnt als ein Schägetz. Sie ist eine gar moderne Frau. Was ist sehr athletisch, was flirtet wird, was hat Meurer verkennen, was hat der Herz verkennen. Und sie ist so wie ähnliche junge Aktrices von Amerikanerfilmen, von Hollywood. Man kann nur treffen, was für ein Eindruck das wird gehabt in den 20er Jahren. Well, das ist euch bei mir interessant wegen dem Film, ist was wir kennen es euch teilchen, sie wenden sich in einem Eulen, in der Zeit, in einem Ort, wie wir kennen, das ist ein Veraltung, versteht sich, aber in dem Film hat man sei Städteldicke, Szenes, sei ein Charakter von Wien, von einem gebildeten Wiener Jid, von der Haskolle, und sei die Amerikaner, Amaratzim, sozusagen. All right, Nickes. Hab ich gewollt, also wie ihr lernt wegen dem Film in einer Klasse. Und es ist sehr interessant, was ist klar für die Studenten und was ist moderner und was ist für sie ein bisschen unbequem. Und was ist unbequem für sie, ist ein Film, was macht Spaß von Frumkeit. Weil man sieht das nicht mit dieser Qual. Und sie meinen, sie sind
oder fromme Jiden oder nicht fromme Jiden oder nicht Jiden, man darf haben derich Eretz auf a Gläuben, auf jenems Gläuben, auf mein Gläuben, aber a Samin, a Film, was macht Spaß, was macht Witzen wegen min Hagim, wegen Frommkeit, das ist sehr unbekannt und unbequem für sie zu sehen. Und sie, es ist ein bisschen schwer zu sehen, zu verstehen, als Vertel Jiden ist das gewesen sehr wichtig, die zu schaffen, eine neue, moderne Kultur darf man wegwerfen, Frommkeit. Was ist geringer für sie, ist machen Spaß für Amerikaner. Weil sie sehr klar, als die Amerikaner sind in Amarotzim und Allreitnikes und was können sich nicht kontrollieren und trachten nur wegen Geld und wegen Hanoi haben. Und das ist geringer für sie. Der Unterschied zwischen Mizrach und Meire Europa, die was haben schon studiert in einem Kurs von Geschichte, das ist klar. Aber für die anderen, sie sehen nicht einen Unterschied zwischen die städtischen Jiden und die Jiden in Wien. Und wegen dem darf man erklären, darf man halt eine Lektion oder fahren einen Film oder noch einen Film. Aber die Komödie, es arbeitet mit dem Hand, die physische Komödie und die verschiedenen Personen und ein Sujet mit Chidushen und Kunst, das ist klar. Ich meine, der komische Aspekt von dem Film ist einer von den stärksten Punkten, weil es macht häusig von allen meinen Jiden. Und tage ihr Persönlichkeit, Malis Peter. Was tragen die Studenten wegen dem Sof? Sind sie zufrieden mit uns? Meinen sie, als sagen? Ich meine es ja, weil der Sof in dem Film ist ein gewöhnlicher Sof. Das Paar folgt zurück zusammen und sie verstehen jeder dem anderen. Beide haben sich verbessert, ja. Beide haben herausgearbeitet, wie soll sie dürfen sein, gute, moderne, achreistige Jiden in der neuen Kufe. Und es ist typisch für Komödien, als ein paar Volk, was hat Machleukes oder was haben nicht verstanden, eine dem anderen, zum Zoff kommen zusammen und als Ding wird sein glücklich in der Zukunft. Und das ist typisch und das ist bekannt. Und ich meine, als beim Sof verstehen sie besser wie früher der Sujet von dem Film. Was ist ein gewinkelter Sof. Ja, schönen Dank. Danke euch. Thank you.